Drei Jahre sind genug. Unterstützer von Bradley Manning fordern dessen Freilassung. US-Militärgericht spricht Whistleblower schuldig für 20 Delikte. Hauptvorwurf: Unterstützung des Feindes zurückgewiesen. Von Jürgen Heiser in der Jungen Welt. Wir haben eine Schlacht gewonnen, jetzt müssen wir noch den Krieg gewinnen, kommentierte Bradley Mannings Zivilverteidiger David Coombs, selbst ehemals Soldat im Irakkrieg, das Urteil gegen seinen Mandanten. Coombs wertete den Dienstag als guten Tag für seinen Mandanten, weil Militärrichterin Oberst Denise Lind in Fort Meade im US-Bundesstaat Maryland im Anklagepunkt Unterstützung des Feindes auf nicht schuldig erkannt hatte. Damit war der Hauptangriff der Ankläger des Pentagon abgewehrt. Die von Prozessbeginn an den 25-jährigen Whistleblower zum Hochverräter stempeln wollten. Nur damit hätten die Militärstaatsanwälte den WikiLeaks-Informanten lebenslang und ohne Aussicht auf Bewährung hinter Gitter bringen können. Ein Todesurteil hatte das Pentagon schon im Vorverfahren als Höchststrafe ausgeschlossen. Sein Mandant sei damit keineswegs aus der Schusslinie, erklärte Coombs nach der Verhandlung vor mehreren Dutzend Unterstützern, die seit dem Morgen vor den Toren des US-Stützpunktes Fort Meade Freiheit für Bradley Manning gefordert hatten. Coombs dämpfte damit seinen spontan geäußerten Optimismus wegen des Wegfalls der Hauptanklage. Schließlich hatte Richterin Lind mit ihrem Urteil noch genug Munition der Staatsanwaltschaft auf Manning abgefeuert und ihn in 20 von 22 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Darunter fünfmal wegen Spionage und fünfmal wegen Diebstahls von Regierungseigentum. Das Pentagon habe Manning von einem Gericht verurteilen lassen, das sich in guter Nachbarschaft zur Spionagezentrale des NSA-Hauptquartiers befinde, kommentierte Pepe Escobar auf der Internetseite des TV-Senders Russia Today den Justizakt. Von einer Richterin wie Denise Lind, die Gründe habe, den Vorgaben des Pentagon wie einer Karotte vor ihrer Nase zu folgen, weil nach diesem Schauprozess ihre Beförderung in das US-Militärberufungsgericht anstehe. Der US-Publizist Glenn Greenwald, verantwortlich für die Veröffentlichungen der Informationen des ehemaligen NSA-Mitarbeiters Edward Snowden, riet allen Journalisten, sich die Implikationen des Urteils genau anzusehen. Die von den Anklägern entwickelten Theorien über Enthüllungen staatlichen Handelns betreffen alle Journalisten und Quellen. Bradley Manning ist kein Verbrecher, erklärte Karin Binder, Bundestagsabgeordnete der Fraktion Die Linke, nach dem Urteil. Der Schuldspruch widerspräche jeglichem demokratischen Verständnis, so Binder. Bereits Mannings Inhaftierung mit Erniedrigung und Folter sei ein massiver Verstoß gegen die UN-Menschenrechtskonvention. Der US-Soldat habe hingegen die erschreckende Brutalität des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges gegen den Irak weltweit für viele Menschen sichtbar gemacht. Ähnlich argumentiert hatten am Tag vor dem Urteil 17 Abgeordnete des EU-Parlaments in einem offenen Brief an US-Präsident Barack Obama und Justizminister Eric Holder. Manning habe durch seine Enthüllungen der Irak- und Afghanistan-Kriegsprotokolle endlich Licht auf die Okkupationen geworfen und neben anderen Kriegsverbrechen das routinemäßige Töten von Zivilisten aufgedeckt. Manning habe weltweite Diskussionen, Debatten und Reformen auslösen wollen, so die Abgeordneten. In der Haft habe er schon genug gelitten und müsse deshalb freigelassen werden. Drei Jahre sind genug, ist mit Blick auf Mannings gesetzwidrige lange Untersuchungshaft auch der Tenor der Reaktionen der weltweiten Solidaritätsbewegung. Dank an die tausenden Menschen, die sich für Brads Sache eingesetzt und demonstriert haben, drückte Mannings Familie in einer Erklärung aus. Spenden und seelischer Beistand hätten geholfen, diese lange und schwierige Zeit durchzustehen. Besonders Anwalt Coombs, Courage to Resist und das Bradley Manning Support Network hätten einem jungen Obergefreiten die Selbstverteidigung gegen die geballte Macht der US-Armee und der US-Regierung erlaubt, so die Familie. Der Prozess ist aber noch nicht zu Ende. Seit Mittwoch wird darüber verhandelt, welches Strafmaß das Gericht am Ende aussprechen wird. Nach angelsächsischem Recht, so auch dem US-Militärstrafgesetzbuch, sind Schuldspruch und Strafzumessung voneinander getrennt. Verteidigung und Staatsanwaltschaft haben für die kommenden drei Wochen zahlreiche Zeugen geladen, durch deren Aussagen die Prozessgegner Einfluss auf die Höhe der Strafe nehmen wollen. Wenn jetzt in den Medien eine Endstrafe von bis zu 136 Jahren genannt wird, liegt dem eine simple Addierung der Einzelstraftaten für die abgeurteilten 20 Delikte zugrunde. Richterin Lind entscheidet dann, ob die Einzelstrafen nacheinander abzusitzen sind
oder ob sie zu einer niedrigeren Gesamtstrafe zusammengezogen werden. Außerdem legt das Gericht fest, ob und ab wann eine vorzeitige Entlassung auf Bewährung statthaft wäre. Die endgültige Strafe wird Richterin Lind eventuell erst Ende August verkünden. Das Bradley Manning Support Network kündigte unterdessen eine Kampagne an, mit der US-Präsident Barack Obama aufgefordert wird, Manning zu begnadigen. Den Inhalt habe letzte Woche eine ganzseitige Anzeige in der New York Times vorgegeben. Dort hieß es, Manning habe Obamas Versprechen transparenter Regierungsarbeit geglaubt und dass er Whistleblower schützen würde. Nun sei es an der Zeit, dieses Versprechen einzulösen und damit bei Bradley Manning zu beginnen.